Man verlegt entweder Bücher, von denen man meint, die Leute sollen sie lesen, oder man verlegt Bücher, von denen man meint, die Leute wollen sie lesen. Dieses Zitat stammt von Kurt Wolf und neben mir steht Frau Katharina Meyer von der Kurt-Wolf-Stiftung. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Frau Meyer, wer war Kurt Wolf? Kurt Wolf war ein wichtiger Verleger des Expressionismus. Er hat von 1887 bis 1963 gelebt und hat unter anderem Franz Kafka entdeckt und verlegt. Er ist ein beharrlicher Verleger gewesen, der unabhängig von wirtschaftlichen Erfolgen einfach seine Autoren vertreten hat und dafür vieles auch in Kauf genommen hat. Was macht die Kurt-Wolf-Stiftung? Die Kurt-Wolf-Stiftung versteht sich als Interessenvertretung der unabhängigen Verlage. Sie setzt sich ein für die Vielfalt in der Verlagslandschaft, in der Literaturlandschaft Deutschlands und tut dies auf verschiedenen Wegen, insbesondere natürlich durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Gespräche mit der Politik. Und hat auch noch verschiedene Projekte, darauf werden Sie wahrscheinlich gleich noch eingehen, die wir eben auch betreiben. Ja. Genau, ein Projekt ist zum Beispiel die alljährliche Verleihung des Kurt-Wolf-Preises. Was wird da ausgezeichnet? Naja, da wird ausgezeichnet eine Verlegerpersönlichkeit oder ein Verlagsprogramm, das in besonderer Weise für Vielfalt steht auf dem deutschen Verlagsmarkt, in der Verlagslandschaft. Das sind meistens, also sind unabhängige Verlage, das ist sehr wichtig. Das sind Verleger, Verlegerinnen geführte Unternehmen und es sind in der Regel kleine Verlage, das Team im Grunde genommen oft von 1 bis 2 bis maximal 10 Personen besteht. Ganz herzlichen Dank. Ich wende mich freundlich von Ihnen ab und wende mich Ihnen zu, dem Verleger des Alexander Verlages, Alexander Wewerka und Preisträger des diesjährigen Kurt-Wolf-Preises. Ich grüße Sie. Guten Tag. Wie sehr freuen Sie sich? Ich freue mich sehr und nicht nur ich freue mich, sondern auch meine 4 Mitarbeiter, weil ich habe den Verlag vor genau 40 Jahren gegründet. Es ist der erste Preis, der wirklich mir oder uns gilt, unsere Arbeit gezielt und persönlich, und das ist toll und sehr wichtig, weil der ist ja mit einem Preisgeld verbunden und dieses Preisgeld ist in den aktuellen Zeiten wirklich nützlich, damit kann man wieder 1-2 Bücher machen oder auch Gehälter zahlen. Mhm. Ja. Hat der Alexander Verlag einen Schwerpunkt? Der hat mehrere Schwerpunkte, aber der schwerste Schwerpunkt sind sicherlich Bücher über das Theater, das heißt, wir machen keine Theaterstücke, sondern wir machen Bücher von Theaterleuten, Regisseure, Schauspieler, Lehrbücher, Anwendungen, wenig Wissenschaft. Dazu ist Film gekommen irgendwann, weil Schauspiel und Film hat ja was zu tun. Es gibt eine Krimireihe von einem amerikanischen Politkrimi-Autor, der hat 25 Bücher geschrieben. Wir sind jetzt beim 23. Der hieß Ross Thomas. Und dann gibt es immer noch dies und das, je nachdem, wo die Sonne gerade steht. So eine Auszeichnung bestätigt Sie und Ihr Team in Ihrer Arbeit. Wie verrückt muss man heutzutage sein, um seine Vision von guten Büchern zu verwirklichen? Das müssen die anderen sagen, wie verrückt ich bin. Ich komme mir total normal vor. Das ist ja immer so das Problem. Ja, weiß ich nicht. Ich habe manchmal gejuckst. Ich habe mit 23 angefangen. Hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, aber das ist eben auch schön. Jetzt stehe ich hier 40 Jahre später und bekomme diesen Preis. Also irgendwie war es doch nicht so total verrückt. Aber ein bisschen verrückt muss man sein. Meine eine Tochter sagte, als ich meinte, willst du vielleicht weitermachen? Nee, Papa, ich will was Sicheres. Ja, die ist nicht so verrückt. Herr Wewerka, letzte Frage. Ihr Tipp für junge Verleger? Für junge Verleger, der ich auch mal war, der Tipp, ich glaube, man sollte seinem Herzen folgen. Unbedingt sich nicht verrückt machen lassen von dem, was alle sagen, was richtig und was falsch ist. Und man sollte Zeit sich nehmen, Zeit haben. Zeit ist ganz wichtig beim Büchermachen, weil es eben keine Zeitschriften sind oder E-Mails oder Posts, sondern ein Buch lebt sehr lange, wenn es gut gemacht ist. Und dafür braucht man Zeit. Und das merkt man. Aber die Geduld muss man haben. Geht nicht schnell, so wie hier. Okay. Vielen Dank, ihr beiden, für das Gespräch. Dankeschön. Wiedersehen. Gerne. Wiedersehen.